Ja, Lukas, das Trainingslager in Murcia geht zu Ende. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, unterm Strich hatten wir tolle Bedingungen, keine verletzten Spieler, konnten alle Inhalte abarbeiten. Deswegen bin ich als Trainer rundum zufrieden. Worauf habt ihr hier in Murcia im Training in den Fokus gelegt? Wir haben an allen Elementen des Fußballspiels gearbeitet, gegen den Ball, mit dem Ball. Das Umschaltspiel steht schon noch vor der Tür, aber das werden wir dann eher in Paderborn machen. Standards werden dann auch noch intensiviert, aber auch damit haben wir hier begonnen und deswegen ja, hoffen wir gut vorbereitet zu sein auf die Rückserie und werden die natürlich voller Tatendrang angehen. Ja, hier in Murcia konntest du auch zahlreiche Gespräche mit dem neuen Geschäftsführer Sport Benjamin Weber führen. Wie gefällt dir denn die bisherige Zusammenarbeit? Wunderbar, sehr kommunikativ, ganz offen. Und deswegen hat sich, glaube ich, in sehr, sehr kurzer Zeit eben auch ein gutes Vertrauensverhältnis schon aufgebaut. Jetzt geht es in die finale Phase der Transferperiode. Wir gucken mal, ob wir noch was aus dem Hut zaubern können. Ja, nächste Woche Freitag geht es dann auch schon los in Karlsruhe mit dem Auswärtsspiel. Was sind so deine Ziele für den Start in die Rückrunde? Ja, am besten 3 Punkte, aber in allererster Linie die Bereitschaft, die Bedingungen anzunehmen. Die werden natürlich nicht so perfekt sein wie hier in Spanien, sondern da wird der Platz wahrscheinlich tief sein, wieder Flutlicht, tolle Atmosphäre. Die meisten werden gegen uns sein und ich erwarte, dass meine Mannschaft da dagegen halten kann und dann die fußballerischen Qualitäten, die wir zweifelsohne haben, auch an den Tag legt. Ja, vielen Dank für das Interview und schon mal eine gute Rückreise. Danke.